Hallo und willkommen zu diesem kleinen Video zu den neuen Kameraeinstellungen hier in Guild Wars 2 auf guildnews.de. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon gestern in den Genuss gekommen sein, ein wenig an den Kameraeinstellungen rumzuspielen, aber es gibt sicherlich noch den ein oder anderen da draußen, der konnte sich gestern nicht einloggen, der wurde vom Patch gestern überrascht oder er kann mit den Änderungen allgemein nichts anfangen. Und darum habe ich mir überlegt, machen wir, wenn auch etwas verspätet, nochmal in Ruhe ein kleines Video dazu. Ich habe probiert, so gut es geht, die alte Kameraeinstellung ja wiederherzustellen, so ein bisschen nachzustellen. Ich glaube, das müsste ungefähr der Blickwinkel und ja auch generell die Kameraposition sein, in der wir uns früher normalerweise befunden haben. Was genau hat sich geändert? Im Prinzip dieser Bereich hier. Kamera Beta. Wobei, man kann Standard wiederherstellen. Ah, das ist scheinbar, den Knopf habe ich vorher nicht beachtet. Das ist scheinbar die Standardeinstellung, die man früher hatte. Und jetzt werde ich ein bisschen an diesen Dingen rumspielen und euch zeigen, was sich genau dahinter verbirgt. Fangen wir vielleicht mal mit den Kästchen unten an. Y-Achse umkehren ist relativ simpel. Ja, anstatt mit der Maus, wenn ihr sie nach unten zieht, nach oben zu gehen und umgekehrt, bewegt ihr euch dann halt genau in die entgegengesetzte Richtung. Schiebt ihr hoch, bewegt ihr euch auch hoch und umgekehrt. Es gibt Leute, die kommen damit besser klar, mit dieser umgekehrten Y-Achse. Ich lasse das im Normalfall eigentlich weg. Kamerawackeln aktivieren, das kennt ihr noch aus alten Zeiten, wenn man halt irgendwelche Umgebungseffekte hat, die dafür sorgen, dass das Bild wackelt, dann lässt man den Haken drin. Ich tue es nicht. Freie Kamera benutzen funktioniert bei mir manchmal nicht so richtig. Jetzt allerdings klappt's. Das heißt, dass wir uns auch hier mit der Kamera frei bewegen können, während unser Charakter halt in eine ganz andere Richtung läuft. Und dann haben wir halt, hoppla, das war nicht geplant, neue Optionen bekommen. Also das ist so ziemlich das, was es auch schon früher gab. Ich hoffe, wir kommen da nochmal hoch. Ja, kommen wir. Das ist so das, was es früher gab. Und jetzt gibt es halt noch zwei Dinge dazu. Kamera an Charaktergröße anpassen. Bei den meisten Leuten sorgt das dafür, dass sich die Kamera ein Stück weit nach oben bewegt. Es sei denn, ihr seid ein Azura, dann geht es ein Stück weit nach unten. Das heißt, es passt sich ein bisschen an die Größe eures Charakters an, die Höhe der Kamera. Und natürlich Ego-Perspektive aktivieren. Erst wenn der Knopf drin ist, bekommt ihr die Ego-Perspektive durchs komplette Reinzoomen. Und ihr seht, ganz selten schafft man es, dass tatsächlich vor einem irgendwelche Dinge auftauchen. Eigentlich sind aber Hände, Waffen und Co. ausgeblendet in dieser Position. Kämpfen soll man damit nämlich tatsächlich nicht. Da steht, glaube ich, sogar dabei. Warte. Ja, nicht empfohlen für Kampf, PvP und WVW. Es lohnt sich halt vor allem für Videos, Screenshots, all der Kram. Ja. Dafür ist im Prinzip die Ego-Perspektive wie gemacht. Man ist relativ nah am Boden, wenn ihr mal darauf achtet, als ihr normalerweise sein würdet mit eurem Charakter. Für die meisten Videos und sowas sollte das kein Problem sein. Beim Spielen ist das aber sehr, sehr ungewohnt. Es gibt einige Leute, die diesen Modus auch aus bestimmten anderen Gründen feiern. Ja, das war jetzt nicht das beste Beispiel, diese Silvari-Dame. Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus wollte damit. Ja, zoom mal wieder raus aus der Ego-Perspektive. Die spannenden Sachen sind nämlich die neuen Regler. Rotationsgeschwindigkeit, fangen wir vielleicht damit an. Sorgt dafür, wie schnell ihr euch um die eigene Achse dreht, wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet. Meine Maus ist relativ empfindlich eingestellt, was das angeht. Ihr seht, ich rotiere ziemlich schnell. Ich empfehle, ja, eigentlich so ziemlich nach eigenem Empfinden. Ich glaube, 50% reicht bei mir allemal. Die horizontale Position, das ist recht interessant, ist die Position, von der wir unserem Charakter quasi über die Schulter gucken. Ihr seht das, wenn wir jetzt näher ranzoomen, ein bisschen besser. Wir können uns ein bisschen rechts vom Charakter positionieren oder links. Auch das ist, glaube ich, vor allem für Videos interessant. Ich glaube, die wenigsten spielen tatsächlich so. Wobei man sicherlich, ja, gerade bei diesem seitlichen Laufen, damit halt eine sehr, sehr schöne Position hat auf seinem Charakter.
Im Normalfall lässt man das aber wahrscheinlich mittig. Die vertikale Position ist da schon interessanter. Das ist nämlich die Höhe über dem Charakter. Und da würde ich sowieso jedem eigentlich mittel empfehlen. Aber es geht halt wirklich noch bis in den sehr, sehr hohen Bereich. Sodass man auch aus einer ganz anderen Perspektive eigentlich auf das Spiel gucken kann. Nämlich aus einer viel höheren. Wenn ihr das mal kurz vergleicht. Standardposition und dann vertikal nach oben. Das ist schon ein deutlicher Höhenunterschied. Es gibt verschiedene Stellen, da kann das sogar ein großer Vorteil sein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mal hier so ein bisschen simulieren können. Hier aus der Position sehen wir jetzt nur ungefähr, also wir sehen den Schriftzug des Arbeiters. Wenn wir jetzt mit der vertikalen Position nach oben gehen, sehen wir sogar die Bewegungen. Das heißt, wir können von oben über diese Brücke drüber schauen. Es hat also auch praktische Vorteile, nicht nur optische. Dann haben wir noch die Kollisionsempfindlichkeit. Das müssen wir, glaube ich, hier ganz gut simulieren können. Der Moment, an dem man hier an den Charakter ranspringt. Kollisionsempfindlichkeit hoch. Seht ihr, wenn ich hier schon nur ganz leicht nach links gehe, bin ich an meinem Charakter dran. Kollisionsempfindlichkeit ganz weit nach rechts sorgt dafür, dass erst wenn ich genau hinter meinem Charakter bin, ich wirklich an diesen ranspringe. Das ist vor allem in Jumping-Puzzles, wo alles so ein bisschen versteckt ist, wo alles so ein bisschen enger ist, sehr, sehr entscheidend, dass man da die Kollisionsempfindlichkeit bestimmen kann. Zoom-Empfindlichkeit, das ist die, ja, wie schnell ihr mit dem Mausrad quasi rein und raus zoomt. Nach ganz unten müsst ihr kurbeln, schon fast an euer Mausrad, um in die Ego-Perspektive zu kommen. Zoom-Empfindlichkeit ganz weit nach rechts sorgt dafür, dass man mit einem Rutsch rein raus kommt. Beim Zoomen, ganz wichtig. Letzter Punkt, Sichtbereich. Das ist wahrscheinlich das wirklich Interessanteste, ist, wie weit wir nach hinten rein und raus zoomen können an unseren Charakter. So schaffen wir es schon fast komplett, übrigens unseren Charakter verschwinden zu lassen. Das heißt, hier hätten wir schon auch ohne Ego-Perspektive einen deutlichen Vorteil darin, Screenshots zu machen im Vergleich zu früher. Auch dieser Blickwinkel ist übrigens sehr, sehr interessant, so nah rangezoomt. Es gibt einen ganz anderen Blickwinkel auf das Spiel, finde ich persönlich. Und der Sichtbereich auf Maximum ist halt gigantisch, was man hier links und rechts an den Rändern sonst übersehen hat beim Laufen. Der Charakter verschwindet halt fast in Gänze, weil er so klein ist und so unauffällig. Man sieht aber so viel mehr von der Spielwelt. Das ist teilweise echt atemberaubend, auch was man damit hinbekommt. Und ich würde sagen, um euch mal ein bisschen was Schönes zu zeigen, Ego-Perspektive ist an, gehen wir einfach mal in Ego-Perspektive nah rangezoomt hier in Löwenstein unter Wasser. Wobei nah rangezoomt hier, glaube ich, gar nicht so gut ist, wie ich es mir erst dachte. Ihr seht, auch ich spiele noch ein bisschen damit rum. Wie sieht's aus mit weit rausgezoomt? Ihr seht halt, viel, viel mehr damit. Die Ego-Perspektive sowieso für die ganzen Videos, die jetzt kommen werden. Ich glaube, die ersten sind schon auf Reddit. Die ganzen Dinge, die man jetzt damit machen kann. Ich kann natürlich auch immer noch das Interface ausschalten und habe jetzt wirklich die perfekte Sicht für eventuelles Videomaterial, wie man auf das Schiff hier zuschwimmt. Das ist halt alles machbar. Wenn wir jetzt hier noch Gehen einschalten, glaube ich, dann wird das Ganze noch mal ein bisschen eindrucksvoller. Da kriegt man so eine richtige Kamerafahrt. Oh, ist überhaupt das Gehen jetzt aktiviert? Kann man unter Wasser gehen? Seht ihr einen Unterschied, wenn ich Y drücke? Ah, jetzt! Okay. Also man kann wirklich so eine leichte Kamerafahrt auf das Schiff zu erzeugen und das halt für Videos sehr, sehr gut nutzen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, was sie an den Kameraeinstellungen geändert haben. Es gibt noch ein, zwei leichte Bugs, dass diese Einstellungen, besonders die Sichtweite, nicht gespeichert wird, sondern sich auf die Standardeinstellung wieder zurückstellt. Das ist zumindest bei dem einen oder anderen aufgetreten. Das muss auf jeden Fall behoben werden, aber ansonsten sind die Kamera-Changes halt wirklich beeindruckend. Die Kollisionsempfindlichkeit ist sehr, sehr hilfreich. Ego-Perspektive ein Muss, ja, für Videos und Screenshots. Also, jetzt funktioniert übrigens auch das Gehen. Das scheint unter Wasser tatsächlich nicht so zu laufen, wie ich es mir erst dachte.
einmal hier durch so das zerstörte Löwenstein ein bisschen wandern. Ja, wir werden das in nächster Zeit sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle nutzen können für unsere Videos. Und ich hoffe, ihr habt damit genauso viel Spaß wie wir. Und ich würde sagen, Ende mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht gentnews.de und bis zum nächsten Mal.